heute dein besonderer Abend. Ich darf mit wirklich gebührender Wertschätzung und ihr einen Willkommensapplaus spenden und ich darf dich ganz herzlich begrüßen, liebe Jennifer Bruckner. Um die Sarah. Die Sarah ist 15, wohnt in Graz, wo ich selber auch 4 Jahre lang gelebt habe. Und im Leben von der Sarah gibt es gerade ein sehr, sehr zentrales Thema, um das sich bei ihr alles dreht. Und das ist der Kyle, nach dem dieses Buch auch benannt ist. Der Kyle ist Sänger einer Band, die sehr bekannt ist. Und das große Problem, das die Sarah hat, ist, dass diese Band aus Amerika stammt. Das heißt, der Kyle liegt leider sehr, sehr weit weg von ihr und hat keine Ahnung, wer sie überhaupt ist, weil sich die beiden auch noch nie getroffen haben. Die Sarah hätte aber gern, dass sich das bald ändert, weil Kyle mit seiner Band nämlich ein Konzert geben wird in Österreich und die Sarah gern auf dieses Konzert fahren würde, um ihn endlich mal treffen zu können. Und in ihrem Eifer, das zu schaffen, setzt sie wirklich alles daran, zu diesem Konzert zu kommen und Kyle treffen zu können. Meine Ideen sind auf einmal im Kopf. Also das passiert, wenn ich mit dem Auto fahre, wenn ich in der Arbeit bin. Auf einmal ist es da, entweder eine Idee für eine komplette Geschichte, ein ganzes Buch, oder auch eine Idee, wie geht es in der jetzigen Geschichte weiter. Es ist ganz, ganz selten, dass ich mich hinsetze und mir wirklich überlegen muss, okay, wie geht es jetzt weiter? Also man hat dann schon so Stellen in der Geschichte, wo man vielleicht hängt, wo man dann einen Übergang braucht und sich den irgendwie dann konstruiert, aber das kommt relativ selten. Sarah, Schatz, was ist denn los mit dir? Rief ihre Mutter. Sarah befürchtete schon, sie würde neben dem Bett auf die Knie fallen. Doch ihre Mutter zog in letzter Sekunde einen Stuhl heran und ließ sich darauf nieder, bevor sie Sarahs Hand ergriff und sie voller Sorge ansah. Ihr Vater blieb daneben stehen und musterte seine Tochter wortlos, aber nicht minder besorgt. »Es geht mir gut«, sagte Sarah. »Mir ist nur beim Laufen etwas schwindlig geworden, das ist alles.« »Was soll es heißen, das ist alles?«, fragte ihre Mutter aufgebracht. »Du bist im Park zusammengebrochen, Sarah. Du musstest mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Also stelle die Sache jetzt bitte nicht harmloser dar, als sie ist.« »Aber es ist doch wirklich nichts«, beharrte Sarah. »Warum hatte sie sich vorhin nicht zurücknehmen und eine Pause machen können?« Das hatte sie jetzt von ihrem Ehrgeiz. Ärzte, die maßlos übertrieben, und Eltern, die glaubten, sie wäre dem Tod gerade eben noch von der Schippe gesprungen. Das Buch ist für heute geschlossen. Wir lassen diese Spannung oder aber auch Anspannung hier im Raum stehen. Die Jenny hat Bücher mitgebracht und es würde uns sehr freuen, wenn Sie, Weihnachten ist auch nicht weit, verschiedene Überlegungen haben, eines oder mehrere Bücher auch sich anzuschaffen. Thank you.